Oh, da bin ich wieder für einen weiteren Vergleich. Ich habe außer den New Style Verlängerungsvarianten noch eine Fullcover-Variante im gleichen Shop bestellt. Die gibt es dann in einer, ja, recht schönen, aber dennoch nicht übermäßig großen Box, die man dann auch noch aufkriegen muss, ohne alles auszukippen. So. Und das sind dann Full-Cover-Tipps in Mandel, gern auch als Stiletto-Form bezeichnet. Auch Dual-Systemform ist allerdings als Full-Cover-Variante gedacht. Was mir bei diesen Tipps aufgefallen ist, wir haben hier 2, 4, 6, 8, 10, auch 12 Größen, genauso wie bei den New Style Verlängerungs Poppets, nenne ich sie jetzt mal. Gleiche Anzahl an Größen. Ich lege die jetzt hier auch einmal alle hin. So, ich habe jetzt hier alle mal aufgelistet. Hier kann man, glaube ich, erkennen, dass sie mit kleiner werdender Größe auch entsprechend etwas an Länge einbüßen. Was mir persönlich aufgefallen ist, dass sie generell sehr, sehr schmal sind. Das ist hier Tippgröße 0 und damit die größte, ja, Größe überhaupt. Ich habe jetzt eigentlich nicht die mega monsterbreiten Nägel, aber da werde ich schon an meine Grenzen stoßen. Hier ist jetzt noch Material drauf. Wie ihr sehen könnt, der hat hier schon, ja, Überholungsbedarf. Der ist hier eingerissen. Wie ihr, glaube ich, sehen könnt, da ist ein schickes Lifting auch da mittlerweile drunter und hier ist ein kleiner Riss drin. Ich werde den jetzt gleich mal abfräsen und das Material runterholen und dann euch nochmal für einen Größenvergleich zurückholen. So, wie ihr sehen könnt, habe ich den Nagel jetzt mal von Gel befreit. Ich habe jetzt hier die größte Größe, die 0, kann man das erkennen? Weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Das ist jedenfalls die 0, die größte Größe. Und wie gesagt, ich hole mal vergleichsweise einen anderen Tipp. Ich habe hier jetzt mal Größe 0 von Full Cover Mandel Tipps. Größe 0 Full Cover Mandeltipp. Der wäre hier also deutlich zu groß. Ihr könnt das erkennen. Na, der wäre also deutlich zu groß. Und wie gesagt, Größe 0 bei den Poppets in Mandelform. Wenn ich den da drauf setze, ja, ist das ziemlich gerade ebenso passgenau. Das heißt, Leute, die ohnehin schon bei normalen Tipps mit Größe 0 am Limit angekommen sind, werden mit denen nicht sehr glücklich werden. So, nichtsdestotrotz wollen wir jetzt mal schauen. Der hat auch einen, schon, wie ich finde, relativ ausgeprägten Tunnel. Und wenn ich den hier aufsetze, merke ich tatsächlich auch hier in diesen Seitenbereichen, also hier
hier und hier ein, ja, einen gewissen Druck. Der fängt natürlich ab einem gewissen Punkt auch an, sich zu verjüngen. Dafür hat er ja im Endeffekt die Mandelform. Das heißt, wenn jetzt jemand noch ein längeres Nagelbett hat als ich, der wird diesen Druck noch viel mehr spüren, weil es dann nämlich noch viel früher schmal wird. Und das kann, denke ich, doch sehr unangenehm werden. Ja, da muss man dann schauen. So, dann schauen wir mal. Die Ablösung funktioniert ganz wunderbar. Form sieht soweit auch ganz gut aus. Ich werde den jetzt mal in Form feilen. Dann zeige ich euch das Endergebnis. So, habe ich den jetzt einmal in Form gefeilt und gebuffert. Und ich werde den gleich noch kürzen, weil so ist es mir persönlich zu lang. Außerdem ist hier vorne noch ein kleines Luftbläschen drin. Aber gut. Ja, an sich von der Handhabung, ja, wie Poppets halt, ne? Aber wie gesagt, wenn ich schon Mühe habe mit der größten Größe, dass die passgerecht auf meinen Daumen passt, dass das gerade eben so noch geht, dann werden die mandelförmigen Dualsystemforms für ganz viele eher, ja, einfach nicht geeignet sein. Ja, so viel dazu und dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.